Als hätte er den Titel längst geholt. In Madrid feiern die Fans Jürgen Klopp schon jetzt oder zumindest wen sie dafür halten. Denn das Bad der Menge genießt sein Doppelgänger. Zu stören scheint das aber niemanden. Schauen Sie sich das an, es ist fantastisch, einfach fantastisch. Doch will Klopp heute tatsächlich als strahlender Sieger vom Platz gehen, muss er endlich seinen Finalfluch besiegen. Zuletzt holte er im Jahr 2012 den DFB-Pokal, damals noch mit Dortmund. Dann folgten 6 Endspielniederlagen in Folge. Ich bin in den vergangenen 7 Jahren zumindest Weltrekordhalter im Halbfinale gewinnen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, aber das würde vermutlich niemand kaufen. Damit hat er wieder einmal die Lacher auf seiner Seite und diesmal auch die Buchmacher. Denn Liverpool ist klarer Favorit. Ein Sieg der Reds gilt als 3- oder 4-mal so wahrscheinlich wie ein Sieg von Gegner Tottenham. Dennoch gibt sich Trainer Mauricio Pochettino gelassen. Auch er scherzt auf der Pressekonferenz mit den Journalisten. Sie haben Gewicht verloren, ist das wahr? Ich denke, Sie sind etwas dünner, stimmt das? Is it true? Auch die Frage nach Tottenham-Star Harry Kane lässt er offen. Der 25-Jährige war verletzt, trainiert erst seit einer Woche wieder mit. Klopp dagegen kann bei seinem Sturmtrio aus dem Vollen schöpfen. Firmino, Mané und Salah, alle 3 könnten die Reds heute Abend in den Fußballhimmel schießen.